Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von Stranded Deep. Und wie wir alle wissen, uns geht es nicht gut. Die Schlange hat uns angegriffen. Wir haben einmal... Warum leckt das immer beim ersten Mal? Einmal Aloe Vera zu uns genommen. Und das hat nichts gebracht, beziehungsweise es war falsch, kann man sagen. Es war falsch, ja. Ja, das ist jetzt alles suboptimal. Wir essen mal kurz was. Und trinken natürlich. Und dann gucken wir mal, dass wir hier im Container uns mal das Ganze anschauen. Ist jetzt schön hell geworden. Dass wir das ein oder andere Zeug da finden, was uns weiterhilft. Müssen wir von hier aus aufmachen können, oder? Schon wieder nichts. Das darf doch nicht wahr sein. Zweiter Container, zweiter Mal leer. Das ist schon ein bisschen traurig. Das tut schon weh im Herzen. Wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr Glück haben. So langsam kennt man die Musik. Aber immer noch schön. Das hat sich ja schon mal mehr gelohnt. Es gibt doch unterschiedliche Haie, oder? Die angreifen. Ich glaube, das ist netter. Wir gehen das Risiko mal ein. Oh oh. Erreicht. Okay, gut. Ein, zwei Sachen mitgenommen. Da ist ein Hai. Dann haben wir hier mal ab. Das ist auch noch ein Hai. Das ist auch ein Hai. So, hier ist ein Hai-Paradies. Ich glaube, wir werden aber nicht verfolgt. Dann schauen wir uns mal die Sachen ein. Was haben wir denn jetzt hier Schönes erbeutet? Air-Tank, sehr gut. Der hat uns noch gefehlt. Okay. Nichts, was uns jetzt beim Überleben hilft, außer das Essen. Sind immer noch vergiftet. Vielleicht wäre es auch jetzt das Schlauste, am schleuesten, wenn wir uns einfach wieder verdüsen. Wo mit Sicherheit ein Messer für, habe ich nicht mitgenommen. Ich würde sagen, wir fahren zurück, ja. Wir bauen noch ein paar Sachen ab, dass wir alles voll haben. Ich weiß halt nicht, ob wir immer mehr ein Leben verlieren. Zack, zack, yam, yam.
Warum habe ich noch hier diese beiden? Ach, die habe ich wieder aufgesammelt, ne? Diese war voll, die ist auch voll. Dann können wir die eigentlich schon mal aufnehmen. Genau. Dann müssen wir jetzt mal sehen, was am meisten Sinn macht. Die Abtab ist wichtig. Das nehmen wir mit. So, was nehmen wir denn mit für unsere Dingsbums, ne? Unsere Heimat. Davon brauchen wir auf jeden Fall ganz viel. Wir haben nicht mehr genug Palmen auf unserer Insel. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ach, jetzt habe ich das wieder klein gemacht. Schönes Ding, Marco. Das packen wir nicht hier rein. Das packen wir da rein. Das nehmen wir raus. So. Passt auch wieder. Wollt ihr Rüssel kaufen? Leder ist wichtig. Leder ist ganz wichtig. Irgendwie ein bisschen Übersicht beibehalten. Das Ganze auch ein bisschen Sinn macht, wie ich das packe hier. Pipi auf jeden Fall auch mitnehmen. Wo war der Stein? Wir hatten hier irgendwo einen Stein. Nein? Okay. So, wieder ein bisschen Platz. Zack, hier ist nur ein Stick, der kann weg. Dafür kommen die drei da rein. Beiden Blätter nehmen wir mit, den Vierer auch. Die vier Blätter auch. Das lassen wir hier. Schwierig. Das ist mir wichtiger, dass wir das hier mitnehmen. Drei, vier, fünf, sechs. Die beiden Plätze. Das weg. Tja.
Ja, und dann lassen wir das zurück. Angelos. Das hat nicht viel gebracht, aber ich wollte mal kurz gucken. Da müssen wir circa lang, ne? Nordosten, würde ich sagen. Müsste passen. So. Super, das passt. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir da jetzt richtig fahren. Ich meine, ganz in Süden sind wir nicht gefahren. Ein paar Anhaltspunkte haben wir ja auch, um zu Hause anzukommen. Das kriegen wir ja schon hin, ne? Da brauchst du dir jetzt keine Gedanken machen. Die Frage ist nur, wie lange wir brauchen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir die Insel am Anfang nicht gesehen haben. Das hat gedauert. Irgendwo müsste auch hier der Kadaver gleich kommen, ne? Ich bete, dass wir richtig fahren. Da ist der Kadaver. Genau, auf der rechten Seite eben, jetzt auf der linken Seite. Das passt. Oder, was heißt Kadaver, ne? Ich kann auch nochmal als Wrack sein und... Die Frage ist ja... Nein, das ist keine Frage. Wir machen es. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir das jetzt auch. Was finden wir da? Ich glaube, das ist unsere Insel. Können wir eigentlich auch hier einen Anker werfen? Bringt das was? Was ist das? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das ein Wrack oder eine Leiche ist. Also ein Kadaver von einem Wal oder so. Da ist ein Hai dran. Megalodon. Wir lassen den mal in Ruhe essen. Den Megalodon. Uiuiuiui. Megalodon hört sich jetzt nicht so nett an. Aber okay, richtig gesehen, es war ein Kadaver. Oh nein. Bitte nur Regen. Der lebt dann noch, oder?
Oh nein. Wir schwimmen voll ins Verderben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich gespannt, ob wir hier sauber durchkommen. Wir wären gleich da. Keine Ahnung, was von uns ist. Ist mir auch jetzt scheißegal. Junge, Junge, Junge. Ich glaube nicht, dass es unsere Insel ist. Könnte da hinten sein. Gleich haben wir es geschafft. Ist doch ehrlich gesagt mir ein bisschen zu schnell gegangen hier. Wir gehen einfach erstmal an Land. Nee, wir sind falsch gefahren. Ist nicht unsere Insel. Ist aber nicht schlimm. Vielleicht finden wir doch nach Hause. Wenn, haben wir momentan eh genug dabei, um zu überleben. Also uns ging es schon mal schlechter. Außer, dass wir vergiftet sind. Ein klein bisschen hoffen, uns hier Aloe Vera finden. Ich frage mich gerade, ob wir schon mal überhaupt hier waren. Das müsste unsere Insel sein, die da leuchtet, ne? Okay. Dann zweiter Try zum Überleben. Boah, ist das dunkel. Holy shit. Zwar brauchen wir jetzt noch eine Kokosnuss. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Eine Kokosnuss, eine frische. Yucca brauchen wir auch. Ist jetzt hier keine frische Kokosnuss irgendwo? Und wir brauchen, Entschuldigung, ich bin gerade ziemlich viel im Nachdenken. Nee. Rehikel? Nein, da. Zwei Aloe Vera. Wir brauchen zwei fucking Aloe Vera. Ich habe auch gerade einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Von einem Platz eben mehr gehabt. Ich glaube, zwei Aloe Vera ist hier mega unrealistisch.
Haben wir? Ich glaube, Tarp haben wir in einer Kiste. Da könnten wir davon mehr mitnehmen. Das sieht für mich so aus, als ob wir noch gar nicht hier gewesen wären. Das hört sich mal ein bisschen wieder gut an. Das ist schon mal sehr gut. Ich würde mir jetzt gerne hier irgendeinen Wrack anschauen. Bin mir echt nicht sicher. Absolut nicht sicher. Bisschen Angst vorm Hai, aber Zeit ist gerade wichtiger. Okay. Kann sein, dass sie leer ist. Ne, die werde ich nicht übersehen haben, aber wir haben keinen Platz. Ach du Scheiße. Close. Wir haben eigentlich keinen Platz. Kannst du eigentlich nicht mitnehmen. Ja, wir können auch jetzt weiterfahren, ne? Das ist so dumm, wenn man es in der Hand hat, wird es nicht angezeigt. Nächsten Fehler gemacht. Hatten wir schon... Nächster Fehler. Wie viele will ich davon noch mitnehmen? Also... So, wo ist jetzt unsere Heimat vielleicht? Da, wo es leuchtet. Das ist wirklich, wirklich das einzig sehr Gute an unserer Insel, dass es da leuchtet.
Das darf sich niemals ändern. Und wie es weitergeht, meine Damen und Herren, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!